den größten Lohn überhaupt erwähnt in der Sunna. Es gibt keinen Hadith, wo ein größerer Lohn erwähnt wird. Und zwar Yawmul Jumu'ah, man rassala wa ghtasal. Also wer sich wäscht und Grund zum Waschen ist. Jetzt haben die Gelehrten unterschiedliche Deutungen dieses Hadiths. Die einen sagen, das wird hier wiederholt, um zu bestätigen. Also wer sich richtig wäscht. Andere sagen, nein. Also wer zum Waschen veranlässt und sich wäscht, also es kam zum Beischlaf zwischen Ehemann und Ehefrau, deswegen haben sie sich gewaschen. Wie dem auch sei, wenn jetzt jemand nicht verheiratet ist, also wäscht er sich einfach zur Jumu'ah. Wer sich also wäscht für die Jumu'ah und dann frühzeitig zur Moschee geht und also zu Fuß, du kannst aber auch natürlich mit den Verkehrsmitteln, mit deinem Auto, mit dem Fahrrad gehen, inshallah ta'ala wirst du auch dafür belohnt. Also frühzeitig in die Moschee geht und sich nach vorne begibt, so gut es geht, der wird welchen Lohn bekommen? Pro Schritt den Lohn für ein Jahr Gebet und ein Jahr Fasten. Pro Schritt. Ein Schritt. 365 mal 5 Gebet. Das ist doch was Gewaltiges, oder nicht? Wenn du also jede Jumu'ah das tust, du wäschst dich und versuchst so früh wie möglich in die Moschee zu gehen, dann wirst du natürlich dafür so viele Sünden getilgt bekommen.